Hallo zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Wir begrüßen unsere Gäste ganz herzlich und Ihren Trainer Lucien Favre. Herr Favre, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Wie geplant, es war ein schweres Spiel. Es ist keine Überraschung für mich. Freiburg spielt mit viel Intensität, sie laufen viel. Und das haben wir festgestellt. Trotzdem haben wir für mich ordentlich gespielt. Es hat gefehlt für mich die Torschanze für uns, weil wir haben manchmal oder sehr oft die falsche Welle gemacht. Viele Bälle verloren, 30 Meter vom Gegner-Tor. Und sie konnten zu einfach hier kontern. Und natürlich, das bedauere ich. Und am Ende zu wenig Torschanze für mich. Aber wir machen trotzdem zwei Tore. Und am Ende, wir kriegen zwei Tore. Das ist ein leichtes Problem momentan bei uns. Das ist klar, weil wir müssen wissen, dass wir bis der letzten Sekunden spielen. Und sie machen das Tor 30 Sekunden vor Schluss, oder? Ja. Okay, und das ist schwer für uns, das ist klar, sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Aber heute, es ist ein wenig speziell in Deutschland. Bayern verliert zu Hause gegen Hoffenheim. Ja. 1-1 gegen Leverkusen, Leverkusen gegen Leipzig, ja. Und ich kenne nicht die andere. Ja, die weiß ich jetzt gerade, wo du bist. Ja. Sehr speziell. Vielen Dank. Christian Streich, bitte. Ja, für uns ging es natürlich darum, die Tiefe von Dortmund zu verhindern, weil es geht ja, ich kenne die Lüse auch schon ein paar Jahre, wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, aus Gladbacher Zeit und Dortmund, es geht dann ruhig, es ist alles hoch akribisch vorbereitet, auf jedem Meter stehen sie richtig, die Spieler, und dann wird vorbereitet und macht es klatsch, 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 Spiel, klatsch, Spiel, klatsch, Spiel, klatsch, und dann kommst du nicht mehr hinterher in der Regel, da haben wir die ganze Woche drüber gesprochen. Philipp Lien hat ausgefallen, Lukas Kübler dafür entschieden, weil der Lukas sehr schnell ist und sehr handlungsschnell. Und wir haben wenig zugelassen, erste Halbzeit. Wir mussten aber sehr viel laufen. Und haben auch drei Torschancen. Wir hatten drei Torschancen in der ersten Halbzeit. Das ist gut für uns gegen Dortmund. So wie das Spiel lief, zweite Halbzeit, haben wir einen. Also ich bin nicht im Verdacht, dass ich zu viel lobe, aber die Mannschaft hat zweite Halbzeit eine Leistung gezeigt. Auch die individuelle Leistung, die war herausragend. Ich bin ehrlich gesagt begeistert. Und es tut mir leid für die Lucie, aber ich muss auch für uns auch sagen, ich glaube, dieses Unentschieden, auch wenn das Tor glücklich war, war hochverdient. Ich hätte mich sehr geärgert heute, wenn wir verloren hätten, ich ärgere mich immer. Aber aufgrund der Leistung von uns, glaube ich, waren wir heute auf Augenhöhe mit Dortmund. Und ich freue mich extrem, der Fritz ist heute verabschiedet worden und für die Mannschaft, dass sie die Leistung gezeigt hat. Und das Letzte, was ich nur sagen will, ist, die ganze Woche, es war klar, Winche spielt nicht, Roland Soloi spielt nicht, Chang Hun spielt nicht. Ich kann weitergehen, ein paar nicht im Kader. Luca hat wieder vor Anfang gespielt, Nils Petersen spielt nicht. Die Demut der Spieler, die Akzeptanz und die Demut dem anderen gegenüber, der dann spielt, weil er so gute Trainingsleistungen zeigt, ist die Basis von allem für uns. Und die war die ganze Woche da. Ich habe mit Nils ein Gespräch gehabt, dass er nicht spielt. Dieses Gespräch ging 1:30. Da war nichts. Der hat im Training trainiert wie ein junger Gott hinterher. Und das ist die Basis für uns. Und wenn wir diese Basis weiter schaffen, wenn die Jungs demütig bleiben, dann sind wir keine so schlechte Mannschaft. Aber nur dann. Ich bin echt heute, muss ich sagen, Chapeau vor der Leistung von den Spielern. Und im Lüssier wünsche ich alles, alles Gute. Und Borussia Dortmund ist ja immerhin Trost, Bayern hat verloren. So, vielen Dank. Das erste Handzeichen gibt es von Carsten Schröter-Lorenz, ganz hinten links. Herr Streich, Sie haben die Bayern-Niederlage selbst angesprochen. Wie schmerzhaft ist es denn für Sie, heute die Tabellenführung verpasst zu haben? Ich bin fix und fertig. Erste Reihe bitte, Maximilian Haupt. Herr Favre, der Lukas Piszczek musste früh ausgewechselt werden. Was war da der Grund? Er ist verletzt, hat sich verletzt.
war Adduktorprobleme. Der konnte nicht weiter. Gestern die ganze Woche war okay, er hat auch Mittwoch gespielt. Aber ja, hat sich verletzt leider. So, Zerrung oder ich weiß nicht noch. Carsten Schröter-Lorenz, bitte nochmal. Herr Streich, im Ernst, Sie haben Ihre Freude zum Ausdruck gebracht, die hat man auch gesehen für das 2:2. Dennoch ist Ihre zuvor schlechte Bilanz gegen Dortmund bekannt und heute hat Ihre Mannschaft eine Leistung gezeigt und auch das Chancenübergewicht in der zweiten Halbzeit. Kann man sich dann ein bisschen ärgern, dass man an dem Tag vielleicht dann auch Dortmund hätte schlagen können oder hat das bei Ihnen keinen Platz? Ich habe gerade von Demut gesprochen. Ärgere mich nicht, dass wir nicht gewonnen haben. Es stand in der 89. Minute 2:1 für Dortmund. Und dann hat die Mannschaft so gespielt, dass wir Druck erzeugen konnten. Natürlich kann es 3:1 kriegen, wenn Dortmund, wie es Lüsse geschildert hat, noch klarer dann das zu Ende spielt. Aber wenn wir dann weiter in die Breite gekommen sind und wenn wir Druck gemacht haben, das war beeindruckend. Und wir sind vorher schon gelaufen wie die Verrückten. Natürlich ist es gut, wenn du dann einwechseln kannst. Roland Soloy kam nicht gut ins Spiel. Dann geht er auf die rechte Seite, aber dann hat er 2-3 richtige Situationen. Und insgesamt war es einfach eine Amir Abraschi, die Steigerung, zweite Halbzeit nochmal, was der dann 2 Kämpfe gewonnen hat. Aber die Basis war schon auch die erste Halbzeit. Ja, ich habe gewusst, wenn wir jetzt 2-0 kriegen, dann habe ich schon Power und auch fußballerische Qualität im Moment. Und habe ich einfach gehofft, dass man das zweite kriegen. Und dann kriegen wir das 2-1, aber es gab keinen Abriss vom Wille und auch von der spielerischen Fähigkeit. Ich habe gute Leistungen gesehen und jetzt kriege ich sie 2 Tage frei und dann weiß ich, was in Union Berlin auf uns zukommt. Das ist klar, aber jetzt freuen wir uns einfach mal 2 Tage, weil jetzt müssen sie sich echt ausruhen, weil die sind schon richtig kaputt. Sebastian Bargon, bitte. Herr Favre, Sie haben den Jadon Sancho ziemlich spät gebracht. Ja. Warum? Und vielleicht dann Herrn Streich, waren Sie froh, dass er so spät kam? Weil er war tot. Und er brauchte eine Pause, weil er hat alle Spiele gemacht. Wir haben eine englische Woche gehabt, hat alles gespielt und mit einem 19-Jährigen und so, das ist ganz normal. Und er weiß, dass er ja ein wenig müde ist und braucht eine kleine Pause. Es ist nicht einfach, die englischen Wochen zu machen. Es gehört dazu, das ist unser Job, aber so. Dem ist nichts hinzuzufügen. Maximilian Haupt, bitte nochmal. Herr Favre, die letzten Wochen gab es ja schon die Diskussion, warum Dortmund Führungen wieder aus der Hand gibt. Jetzt sagten Sie gerade, man muss bis zur letzten Sekunde konzentriert spielen. Ist das die Erklärung, dass die Konzentration fehlt am Ende? Oder was ist Ihr Ansatz? Es fehlt ein paar Sachen, natürlich, habe ich schon gesagt. Aber ich kann nicht hier detaillieren. Ich will das nicht. Das ist auch ein paar Sachen taktisch und Antizipation, die fehlen manchmal. Und sind die viele Details, die machen den Unterschied. Ja. Und die machen unnötige Tore. Und du siehst die 2:2, sind trotzdem 1,5 große Fehler für mich. Carsten Schröter-Lorenz, bitte. Herr Favre, der Marco Reus hat gerade eben gesagt, dass er den Eindruck hatte, die Freiburger Spieler hätten mehr Vertrauen in diesem Spiel, in ihre eigene Stärke. In manchen Phasen. Wie erklären Sie sich das vielleicht an Ihre Spieler? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe nicht gehört. Also die Interpretation, was er gesagt hat, deshalb will ich nicht das kommentieren. Okay, das war wörtlich zitiert gerade. Hm? Das war von mir wörtlich zitiert. Ich habe mit ihm gesprochen. Aber ich habe nicht gehört und ich kann nicht das kommentieren, wie er gesagt hat. Okay, dann stelle ich die Frage andersrum. In der zweiten Halbzeit hatte Freiburg ein Übergewicht und hat es auch geschafft, eben ein Powerplay am Ende aufzuziehen, um Chancen zu kreieren. Ganz am Ende ist doch Chance, sie haben nicht viel, aber wir haben Fehler gemacht beim Pressing, beim Balleroberung. Es hat gefehlt, die Aggressivität. Wir gehen in den Zweikampf so, statt so und sie kontern und wir verlieren den Ball unnötig. Wenn wir können nicht intervenieren, ja, kommen wir zurück. Wenn wir intervenieren können, müssen wir in die Zweikampf gehen. Muss hart sein und 90, 95 Minuten. Aber es gab auch taktische Fehler und vorne die letzten 35 Meter, müssen wir klar sagen, wir haben nicht gut gespielt hier. Die zweite Halbzeit. Es war kompliziert. 5, 6 Mal, wir verlieren Bälle und sie kontern. Es ist Geschenk für mich. Es ist besser, Ball halten links, rechts und so weiter und nicht
bleiben mit 2-1.